Kann man das denn so trennen? Also ich meine, wenn ich jetzt ein Spiel cracken würde, angenommen. Ja, okay. Wenn ich das jetzt machen würde, dann hätte ich doch wenigstens zu einem gewissen Maße eine Kontrolle darüber. Das heißt, es liegt an mir, ob ich das weggebe oder ob ich das nicht weggebe. Der Herr Grafenreuth hat in seinem Interview sogar gesagt, dass man sogar im eigenen, sagen wir, wenn ich nur zu Hause mich hinsetzen würde und ein Programm knacken würde, dass ich dadurch schon das Gesetz... Das ist urheberrechtlich unzulässig. Ja, und dass das Interesse der Softwarefirmen oder der Softwarevertreiber vor dem Gesetz also mehr gilt als das eines Privatmannes. Das heißt doch im Endeffekt, dass... Nicht der Softwarevertreiber, sondern letztlich der Urheberrechtsinhaber. Das heißt, also das deutsche Recht legt einen großen Wert auf die Eigentumsgarantie und Immaterialrechte. Das heißt, Urheberrechte sind Eigentumsrechte und so, dass also auch derjenige, der Programmierer ist, halt auch was geschaffen hat. Und es ist erstaunlich, dass es ja mittlerweile viele Leute gibt, die früher als Cracker gearbeitet haben, mittlerweile Spitzenprogrammierer sind und sich jetzt fürchterlich darüber aufregen, dass ihre Programme jetzt auch gecrackt und kopiert werden. Das ist richtig, aber wenn ich dann so einen Satz höre wie, dass die Firmen vor Gericht also höher bewertet werden als der Privatmann, was in dem Interview irgendwo ja gestanden hat. Die Firmen nicht Urheberrechte. Ja gut, in Ordnung, aber dadurch ist doch ausgesagt, dass im Endeffekt jemand, wenn er sich nur ein Programm kauft, dass er sich irgendwo unter die Dominanz eines Softwarevertreibers stellt. Weil sobald er irgendwie durch Unwissenheit oder sonstiges das Programm verändert, ob es jetzt von Hand ist oder ob es durch irgendwelche Hilfsmittel gemacht wird, dann hat er sich schon strafbar gemacht und damit ist er der Firma in Endeffekt verfallen. Vielleicht ein anderes Beispiel in dem Zusammenhang. Es gab sogar eine BGH-Entscheidung, wo man über die Veränderung eines Gebäudes diskutiert hat. Also ob ein Gebäude, was ein ursprünglich Flachdach gehabt hat, nachher ein leicht geneigtes Dach haben darf. Wir reden jetzt aber nur nicht über Gebäude, sondern bloß über das Urheberrecht. Ja, aber die Frage der Veränderung eines urheberrechtlich geschützten Werkes ist letztlich immer egal. Steht das Werk im Vordergrund und es steht im Vordergrund, dass die wirtschaftliche Position des Urhebers geschützt sein soll. Herr von Grafenreuth, aber Ihnen geht in dieser Cracker-Szene so ein Ruf voraus, der dem von Peter Gauweiler in Sachen AIDS gleicht. Was mich interessieren würde, wären die Methoden mit denen Sie an die Leute herankommen wollen. Also Sie geben zum Beispiel Anzeigen aus, wo Strohmänner, die als Cracker getarnt sind, halt auffordern... Nicht als Cracker. Ja, also... Aber die Formen sind dieselben. Also man kann aus diesen Anzeigen schließen, dass es sich für offensichtlich um Raubkopien handelt. Und wenn man sich jetzt als Interessent daraufhin meldet, dann steht da jemand und zückt seine Polizeikarte. Heiligt der Zweck denn wirklich jedes Mittel? Wenn man sich als Interessent nur meldet, so sinngemäß, ich will Programme, dann kommt keine Antwort. Wenn man aber als Interessent sich meldet und dann gleich anbei meine Liste und anbei gleich die Disketten, und auf den Disketten sind halt auch gleich jede Menge Programme drauf, dann kann es natürlich schon einigen Ärger geben. Aber es hat sich doch jetzt herausgestellt, dass dieser Softwareschutz einfach nicht funktioniert, dass er umgangen wird. Dasselbe gilt für die Chips, also an Schutz an der Hardware. Die ganze Sache wird dann ad absurdum geführt, wenn also die Industrie selber Geräte anbietet, mit denen das Cracken also bis zum geht nicht mehr erleichtert wird, ja, die irgendwie 120 Mark kosten. Es ist sogar so, dass also einer der führenden Computerspielhersteller genau gegen derartige Kopierprogramme jetzt vom Landgericht Düsseldorf eine einstweilige Verfügung erwirkt hat. Aber Tatsache ist doch, dass man sich was anderes einfallen lassen muss. Was ist zum Beispiel mit so einer Art GEMA, dass man also auf Leerkassetten ein paar Pfennige bezahlt und das wird dann abgewickelt? Dann hat der Herr Grafenreuth nichts mehr zu tun. Nein. Also ich habe genügend zu tun, aber... Die GEMA hat also, soweit ich die Zahlen kenne, 87.000 Prozesse geführt. Damit wäre ich ausreichend beschäftigt. Aber davon mal abgesehen, der Bereich ist im Bereich der Musikkassette praktikabel. Eine Kassette hat 60 Minuten. Dort kriegt man nicht mehr als 60 Minuten Musik unter. Eine 5,25 Zoll Diskette kann beim C64 mit 170K formatiert werden und ein AT mit 1,2 MB. Man hat also da schon zwei Variablen. Im Bereich des C64 werden mit 99% Wahrscheinlichkeit Raubkopien draufgezogen. Im Bereich der AT-Benutzer werden wohl in fast entsprechend hoher Quote
nur irgendwelchen Datensicherungen drüber gefahren. Ich habe in meinem Büro 500 Disketten bloß mit Text. Das Problem jetzt nicht lösen können. Darf ich Sie noch mal kurz interrupten? Das können wir gleich. Also, es tut mir schrecklich leid. Also ihr könnt euch gerne nachher noch weiter unterhalten.